Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute Abend wieder eine frisch gepresste Folge für euch. Ton passt, Licht passt, alles passt. Ihr seht hinter mir Helsinki im Nebel vorher gewesen. Jetzt ist es noch immer diesig, die Eisfläche hinter mir, die ihr auch seht, nicht drauf gehen. Also ist auch im Tauen begriffen. Aber wir haben trotzdem eine frisch gepresste Folge mit der Sonne im Herzen. Und Themen, die haben wir auch massig von Lufthansa. Natürlich, wir haben Lufthansa ohne Ende. Von gestern das Thema auch mit den Sondermenüs, die ich vergessen hatte, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, was da in mich geraten ist. Hatte ich einfach vergessen, sorry. Kommt aber heute. Dann haben wir heute auch das Thema Lufthansa City. Die haben ihre Ziele bekannt gegeben von München aus, wo es hingeht. Dann haben wir den Streik von der Technik, den keiner so feststellt. Aber vielleicht dauert das 3 Tage, bis man das merkt. Deshalb dauert er 3 Tage. Dann haben wir bei Lufthansa das Thema, dass man den Bundeswehr-Pannenflieger haben möchte. Die 340-300, ich glaube Konrad Adenauer war es, den will man kaufen und... neue Aktion von Lufthansa, sag ja zur Welt, also eine Marketingaktion. Gehen wir auch mal drauf ein. Habe ich sonst noch was? Ja, natürlich. Du. Ihr habt den Kanal nicht abonniert. Abonniert ihn, macht die Glocke an zur Strafe und lasst einen Kommentar da, der positiv ist. Also, das sind eure Aufgaben, die ihr es getan habt. Ich danke euch, dass ihr es getan habt. Denkt dran, uns zu unterstützen, weil das kostet euch ja gar nichts, außer einmal... Und für uns ist das unheimlich wichtig. Danke dafür. Das erste Thema, was wir haben, das ist Lufthansa-Technik im Streik. Und zwar ist das eine Art Warnstreik. Lufthansa ist davon etwas irritiert. Die Techniker streiken auch 3 Tage. Irritiert auch, dass es ein Warnstreik ist, der gestern Abend angekündigt worden ist. Im Moment passiert bei Lufthansa gar nichts. Also man merkt da nichts von, keine Ausfälle oder sonst irgendwas. Als ich angerufen habe, haben die gesagt, ja, wir haben auch kein erhöhtes Aufkommen im Callcenter. Also so ist es mir gesagt worden auf der Horn Circle Hotline zum Beispiel in Basel. Aber nichtsdestotrotz, das kann natürlich in the long game sein, wenn natürlich Flieger nicht klar sind, die man benutzen kann, wenn sie in die Technik müssen. Das kann dann über die 3 Tage sich dann natürlich jederzeit ändern. 12,5% Lohn soll es geben. Und dann war es, glaube ich, am 13. und am 14. die nächste Gesprächsrunde. Deshalb verstehe ich es nicht, warum man jetzt, also 13. März, 14. März, warum man jetzt nochmal Druck macht, weil die haben ja verstanden, dass man dort Rabotti-Rabotti machen muss bei Lufthansa und Avanti-Avanti, weil die halt sagen, bei der Gewerkschaft Verdi, die wären zu lahmarschig. Also das sind jetzt meine Worte. Also sie können schneller arbeiten. Und man möchte ein Angebot haben. Also da bin ich mal wirklich gespannt, was da passiert und was da kommt. Dann schauen wir mal gerne weiter bei der Lufthansa City. Da gibt es auch neue Ziele. Und zwar sind diese Ziele, die man bei der Lufthansa City hat, interessant. Da sind Sachen wie Birmingham, Manchester. Das ist etwas aus München heraus. Dann gibt es da auch natürlich noch Ziele, die sind Köln, Hannover, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Bremen. Und einen habe ich vergessen, Bordeaux. Bordeaux. Genau, nach Frankreich. Interessant an der ganzen Geschichte ist ja auch, dass man ab 2026 bis 2031 bekommt man A220-300er plus 20 Optionen für Liefertermine von 2026 bis 2031. Und ab 2025 kommen die 40 halt, das hatte ich jetzt ganz verpeilt. Aber da sollte es halt sein. Und wichtig ist, dass sich die Flieger nicht von der Mainline unterscheiden, außer wir als Aviation Geeks, die den Kanal ja abonniert haben. Ihr wisst schon, abonnieren, Glocke und so. Da steht dann halt Lufthansa und dann hellblau nochmal City. Die gelbe Kachel wird es wahrscheinlich auch geben, aber vom Bordservice, vom Unterschied her, werdet ihr es nicht merken. Auch von den Crews her wird wahrscheinlich einfach nur das Halstuch eine andere Farbe haben oder irgendwas. Also ich bin da mal gespannt, was da passiert und wie da die Situation ist. Aber ansonsten wird es von der Service Levels nichts sein. Im Moment gibt es ja auch eh nur den 319er, da kommen halt bald die Flugzeuge, sollen ja auch 320er kommen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Auch Frankfurt soll ja da dann in den Fokus genommen werden. Da könnt ihr dann auch nochmal schauen, ob es da in irgendeiner Art und Weise Änderungen gibt. Aber das glaube ich nicht wirklich, weil warum sollte man das ändern? Es geht sich da halt nur, dass man versucht, billiger zu produzieren. Das ist halt die alte Geschichte bei Lufthansa, die man haben will. Wir als Kunden
wenn wir was merken, über die gesamte Flotte hinweg. Und da ist es dann egal, ob man Mainline fliegt oder whatever fliegt. Es ist halt derselbe Service, den man bei Lufthansa immer bekommt. Deshalb da keine Neuigkeiten. Wir haben jetzt Neuigkeiten aus dem Hause der Bundeswehr. Die Lufthansa hatte ja damals den 340-300 an die Luftwaffe abgeschoben. Der Flieger ist in Abu Dhabi zur Berühmtheit gekommen, mehrfach, weil er die Baerbock-Dame im Stich gelassen hat. Man ist quasi dann nicht, woher sollte es hingehen? Ich glaube, irgendwie Südsee oder sowas, nicht hingekommen, weil Klappen nicht funktioniert haben. Der Flieger sollte dann ausgemustert werden, wenn man keinen Bock mehr drauf hatte. Hat 350er natürlich dann schneller haben wollen. Und jetzt ist es so, dass die Maschine, die ja von 99, hatte ich ja schon gesagt, bis 2009 zur Lufthansa gehört, und damals hatte sie auch die Kennung Delta Alpha India Golf Romeo. Und jetzt bei der Bundeswehr ist es halt die 1601. Und das Flugzeug wurde ja von der Lufthansa Technik betreut. Und die sollen wohl einen einstelligen Millionenbetrag geboten haben, um die Bude zu kaufen. Und keine Angst. Der Flieger kommt nicht zurück in die Flotte und ihr werdet nicht irgendwann auf dem 340-300 landen. Der ehemalige Bundeswehrbude, die wird als Ersatzteilspender enden, weil man halt alles, was nicht nied- und nagelfest ist, was man gebrauchen kann, wird man dann halt als Ersatzteile benutzen und der Rest wird dann halt verschrottet und der kommt dann weg. Also insofern da keine Angst, das ist, warum die Lufthansa den haben will. Und es muss ja auch nicht dafür sein, dass man die eigene Technik damit bedient, sondern es kann ja auch sein, dass man die Technik von anderen Flugzeugen damit wieder flott macht und so weiter und so fort. Denn die Lufthansa-Technik arbeitet ja international. Genau. Also da gibt es genug Möglichkeiten, den Flieger loszuwerden und die Teile vor allem loszuwerden und gewinnbringend zu verkaufen. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu kommentiert oder ob jemand von euch wirklich Angst hatte, dass der Flieger irgendwann mal da bei den Hansens in der Flotte landet. Jetzt gehen wir bei Lufthansa nochmal auf die neue Promotion ein, Marketing-Promotion. Also es gibt nicht mehr Punkte, mehr Meilen oder sonst was, sondern es ist, ja, every seat has a story. Jeder Sitz hat eine Geschichte. Sag Ja zur Welt. Und alle beginnen mit einem Yes, also jede Geschichte. So schmalzig, so schnulzig, so weit, so gut. Hier gebe ich euch jetzt einmal das Ganze aufs Auge und ich mache das jetzt mal einfach in Raubrittertum. Ich muss mich kurz einmal ausstellen. Warte, ich mache das mal aus und dann könnt ihr davon mal was hören. Moment. Irgendwie, als hätte sie einen wichtigen Termin oder so. Vielleicht ein Vorstellungsgespräch. Oder ein Casting. Stimmt. Glaubst du, die kennen sich? Also ich habe jetzt mal die ersten paar Sekunden da gespielt und ihr habt gemerkt, es ist etwas melancholisch, dramatisch. Und das ist halt das, was Lufthansa möchte. Und wenn wir dann in der Geschichte weitergehen, dann sieht man, dass das ein großes Wort ist, mit großer Kraft, bekannte Wege verlassen, Meter für Meter, yes, dem Herzen folgen, yes, Chancen ergreifen, yes, und die Welt meine Bühne, yes. Also daran seht ihr das, dass die Dame, die da war, den Raumhafen auf dem berüchtigsten Wüstenplaneten der Galaxis besuchen, in der Welt der Adelshäuser epischer Fantasy-Romane eintauchen. Also alles wie gehabt, sehr viel Schnulz, sehr viel You, truly yours, also Lufthansa möchte und meint, dass alles sich um uns dreht. Marketing ist wichtig, man könnte jetzt natürlich böswillig sagen, hätten das Geld ins Produkt gesteckt, dann wären da viele Sorgen, Ängste und Nöte weniger. Muss man sagen, ja, kann ich verstehen, aber an dieser Stelle muss ich da so ein bisschen sagen, naja, Marketing ist ja auch nicht ganz unwichtig, also man will ja auch emotional abgeholt werden. Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu denkt, zu dieser Kampagne und was ihr davon haltet, was die Lufthansa da verhackstückelt. Ich glaube, ehrlicherweise, es ist zu schnulzig. Aber okay, Geschmäcker sind verschieden. Ihr könnt ja euren Geschmack unten kundtun und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Also ihr seid jetzt gefragt. Ganz wichtig.
jetzt haben wir das Thema, was ich gestern verpennt habe. Und zwar ist das das Thema, Passagiere bestellen zu viel Sonderessen auf den Flügen. Wer von euch weiß, dass man Essen bestellen kann? Wahrscheinlich jeder. Die klassischen Menüs, die man so bestellen kann, sind ja Sachen wie koscher und vegetarisch, fischfrei, glutenfrei, also solche Sachen halt, die auch medizinische Indikationen haben. Aber auf vielen Flügen nimmt das Ganze jetzt Formen an, die nicht mehr healthy sind für die Flugbegleiter. Also das heißt, wer jetzt wartet, ob er Beef or Cow haben möchte, der sieht ja halt immer, dass diese Sonderessen zuerst gebracht werden und überlegt sich dann, ich bestelle diese Sonderessen auch, weil ich möchte auch mein Essen schneller bekommen und vor allem auch meine Auswahl sicher haben. Mir persönlich ist das teilweise zu riskant. Viele sagen ja auch, wenn man das Essen vorbestellt hat, gibt es kein Upgrade mehr. Halte ich für einen Mythos, weil wir haben auch Kunden, die abgegradet worden sind, obwohl sie ein Sondermenü hatten, dann haben sie halt das Sondermenü gekriegt. Aber wie dem auch sei, viele Leute verursachen jetzt den Personal Kopfschmerzen, weil nämlich diese Speisen ja vorher ausgegeben werden und zwar von Hand getragen werden und auch leider auf den Sitzen, zwar die Passagiernamen sind, aber nicht auf den Meals, welche Passagiere wo sitzen, muss man halt suchen. Und das ist halt sehr, sehr viel Koordination und sehr viel Stress in Anführungsstrichen. Und normalerweise ist es halt so, dass man bei Lufthansa 60% Fleisch und 40% fleischlose Gerichte catert, nur so als Hinweis. Aber wenn man halt aus anderen Ländern kommt oder andere Optionen noch hat, gibt es natürlich auch immer mehr. Was jetzt halt der Fall ist, dass bis zu 190 Gäste sogar, aber das muss dann 380er sein, ne? Gebucht werden, ist für das Personal halt in der Tat ein Riesenproblem, ein Riesenthema. Und deshalb will das Personal als Lösung haben, dass bezahlt werden muss. Ja, ganz einfach, weil diese ganze Sachen aufwendig sind und viele andere Sachen dabei zu kurz kommen. Also man kann dann den Service nicht mehr so machen oder aber auch irgendwelche Zeiten, die man einhalten möchte mit Ruhezeiten, werden dadurch halt immer ein bisschen konterkariert, weil es natürlich so ist, dass man dann andere Dinge tun muss. Und die Lufthansa-Personalvertretung sagt, dass das Thema bekannt sei und dass man an dem Thema arbeitet. Man betrachtet diese Prozesse regelmäßig und wie ist das so schön, man entwickelt sie weiter. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr das auch macht mit Sondermenüs. Ich selber hatte ja schon gesagt, dass ich es nicht mache, habe aber die Frage des Tages deshalb. Und die Frage des Tages ist, bestellt ihr Sonderessen? Wenn ja, warum? Also macht ihr es wirklich aus medizinischen Gründen, weil ihr sagt, oder ich mag etwas nicht? Oder sagt ihr einfach, ich mache es einfach, damit ich mein Essen zuerst bekomme und auch sicher das bekomme, was ich will? Das wäre so für mich interessant und das wäre für mich auch da an der Stelle mal wirklich was als Hilfestellung. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu denkt. Ich bin mal dort unterwegs und werde eure Fragen einfach mal anschauen und dann auch beantworten. Was wollen wir noch besprechen? Meilenmittwoch. Ja, wenn ihr Kanalmitglieder seid, werdet ihr heute schon Meilenmittwoch sehen können. Ansonsten für alle anderen entweder morgen oder übermorgen. Wahrscheinlich werde ich es für Freitag freischalten für alle. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich muss die Sendung übrigens noch aufnehmen. Hatte ich gestern ja auch schon gesprochen, ich habe auch noch die anderen Geschichten, die ich vorbereiten muss für euch, und zwar die Meilen-Highlights und die Meilen-Schnäppchen. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, was dabei war. Habe ich schon wieder vergessen. Ich muss mal auf den Zettel gucken. Aber das bekommt ihr ja auch dann von mir zeitnah geliefert. Und wenn ihr die Glocke anmacht, dann bekommt ihr da auch die Info, dass ihr es nicht verpasst. Also, Kanal abonnieren, Glocke, Like und so weiter und so fort. Kommentieren. Und was wir machen, ist Folgendes. Was wollte ich noch sagen? Bis morgen in alter Frische. Abspann für euch. Also, bis dann. Wo ist er? Hier ist er. Also, ciao. Thank you.